Hallo KCC Kids, hört her, hört her, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu unserem majestätischen Königreich. Ich bin Hisashi der Ritter, hier um euch zu dienen und zu beschützen, während ihr als Kinder des Königs mehr darüber lernen dürft, ein Prinz oder eine Prinzessin zu sein. Warte mal, hast du Prinz oder Prinzessin gesagt? In der Tat, das habe ich. Wow, das ist ja genial. Ich wollte nämlich schon immer mal eine Prinzessin sein. Du auch? Ich darf dich erinnern, meine Prinzessin Franzi, dass alle Kinder des Königreichs wahrhaftig königlich sind. Und deswegen habe ich auch etwas ganz Besonderes mitgebracht. Bist du bereit? Ja. Dann darfst du dich gerade hinsetzen und deine Hände so nach vorne ausstrecken. Und ihr dürft alle mitmachen. Hiermit überreiche ich euch die Krone. Wow! Die ist ja toll. Stark. Das passt ja super zu unserem aktuellen Motto, königlich. Da hören wir nämlich jede Woche von einer Geschichte aus der Bibel, von einem König und einer Königin. Und wir lernen, wie wir als königliche Familie von Jesus leben und wie er uns als sein Volk auserwählt und gekrönt hat. Wie cool. Und wisst ihr noch, was wir letzte Woche Königliches gelernt haben? Ja, wir haben von einem vergebenen Gott gehört, von einem vergebenen König. Und wir haben gelernt, wie wir diese Liebe, die Gott uns gibt, weitergeben können. Ja, und als Kinder des Königreichs können wir unserem König Jesus unsere Dankbarkeit für seine Liebe zeigen, indem wir Lieder für ihn singen. Genau, aber bevor wir das machen, lasst uns noch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen. Danke dir, dass du uns so sehr liebst und wir deine Prinzen und Prinzessinnen sein dürfen. Danke dir, dass du uns ganz, ganz viel Spaß schenkst und eine super Zeit. Amen. Amen. Dann lasst uns singen und diesmal haben wir eine neue Überraschung für euch mitgebracht. Stimmt, wir haben nämlich von unseren Freunden von der Seal Church aus Leipzig ein neues Lied mit dabei. Und da loben wir, singen wir und tanzen wir unserem Gott. Halleluja, Amen, immer wieder.
Das war wunderbar. Und ob es das war, als königliche Hoheit und Kinder des Königs, gibt es ein paar Dinge, die wir tun können, um unserem König zu zeigen, dass wir ihn lieben. Vielleicht können wir ihm einen Schokokuchen backen. Lecker. Oder wir basteln ihm einen Drachen. Ja, das sind definitiv Dinge, die wir tun können, um ihm unsere Liebe zu zeigen. Aber eins der größten Sachen, wie wir ihm seine Liebe zeigen können, ist, indem wir ihm zuhören. Zuhören? Das heißt, wir hören heute wieder eine Geschichte? Ja, wir werden eine wahre Geschichte über König Jesus hören. Wow, ich freue mich schon total auf die Geschichte, die vor langer, langer Zeit passiert ist, aber heute noch genauso aktuell ist. Wisst ihr auch, wo die Geschichte steht? Die steht im besten Buch, das ich jemals aufgeschlagen habe. Weißt du, welches Buch es ist? Die Bibel? Genau, die Bibel. Da dürfen wir das nachlesen. Und um da auch die Geschichte zu hören, spitzen wir am besten unsere Ohren und aktivieren die. Lass uns das mal gemeinsam tun. Klick, klick. Klick. Ja, und unsere Augen schärfen. Zoom, zoom, zoom. Seid ihr bereit? Ich freue mich schon. Ich bin bereit. Yes. In dieser Geschichte geht es um einen König, den Gott als den einzig wahren König auserwählt hat. Aber Gott hat doch schon ganz viele Könige gehabt. Ich erinnere mich da an Esther und dann war da auch noch David und Salomo. Was war denn jetzt an dem König so besonders? Dieser König ist der einzige König, der Gottes Sohn ist. Warte mal. Also Gottes Sohn, das heißt ein Mensch wie du und ich? Ja, genau. Er ist als Baby geboren und als er älter wurde, ist er herumgereist und hat den Menschen gelehrt über Gottes Liebe und wie wir ihn zurücklieben konnten. Wow, davon haben wir doch auch eben schon gehört und drüber gesprochen. Es ist so toll zu wissen, wie wir Jesus lieben können. Ja, und er hat aber nicht nur beigebracht, wie wir Gott lieben können, sondern auch zu vergeben und wie wir ins Himmelsreich kommen. Himmelsreich? Das ist ja klasse. Ich freue mich schon riesig auf den Himmel. Du auch? Ja, definitiv. Aber leider mochten nicht alle König Jesus so gerne wie wir. Es gab einige, die hatten was dagegen, dass er König werden sollte. Und obwohl er nichts getan hat, haben sie ihn den Menschen weggenommen und ihn Schmerzen zugefügt und sogar ans Kreuz genagelt, wo er dann gestorben ist. Gestorben? Gottes Sohn ist gestorben? Ja, aber damit endet die Geschichte nicht. Nachdem er gestorben ist, ist er nach 3 Tagen wieder auferstanden. Stimmt, und das haben wir auch vor ein paar Wochen gefeiert, an Ostern. Ja, an Ostern haben wir gelernt, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden, um all die schlechten Dinge wegzuradieren. Und damit ist er nicht nur Gottes Sohn, sondern auch der Einzige, der von den Toten wieder auferstanden ist. Und nachdem all das passiert ist, hat Gott seinen Sohn Jesus zum König gekrönt. Genau, deswegen ist es die beste Geschichte. Durch ihn dürfen wir Prinzen und Prinzessinnen sein. Er liebt uns unendlich und ist für uns gestorben und wieder auferstanden. Jesus lebt. Macht alle mit. König Jesus. König Jesus. Ist für mich. Ist für mich. Gestorben. Gestorben. Wow, ich liebe König Jesus so sehr. Und es ist so hammer zu wissen, dass König Jesus für mich gestorben ist. Aber warte mal, warum hat Jesus das überhaupt gemacht? Ich wette, dass unser Freund Donny der Drache uns da weiterhelfen kann. Immer wenn wir besonderes Drachenfeuer speien, kommt Donny der Drache. Lasst uns das auf 3 tun. 1, 2, 3. Oh, hallo Freunde. Ich bin Donny der Drache, Hüter der königlichen Juwelen. Ich liebe es, mit allen Kindern im Königreich lustige Spiele zu spielen. Deshalb habe ich auch heute wieder 2 kostbare Juwelen mitgebracht und 2 Fragen. Wenn ihr die Fragen richtig beantwortet, dann gehören die Juwelen euch. Das hört sich ja super an. Freunde, wir brauchen eure Hilfe. Wenn wir nämlich eine Frage richtig beantworten, gewinnen wir ein königliches Juwel. Seid ihr bereit? Hier die erste Frage und der erste Juwel. Ich bin gespannt, ob ihr diese Frage beantworten könnt. Hört gut zu. Ist König Jesus gestorben, um dir und mir zu verzeihen? Wenn ja, ruft bei 3 ganz laut Ja. 1, 2, 3. Ja! Genau,
Und das ist so wundervoll. Wir alle machen Fehler und das ist vollkommen okay. Denn Jesus liebt uns trotzdem und er wünscht sich, dass wir seine Prinzen und Prinzessinnen werden. Er hat noch nie was Falsches gemacht und deswegen kann er unsere Schuld auch einfach wegradieren und uns vergeben. Jetzt geht es um den zweiten Diamanten. Es wird etwas schwieriger. Hier die Frage. Wenn wir glauben, dass Jesus König ist und ihn um Vergebung bitten, dürfen wir dann seine Bauarbeiter oder seine Prinzessinnen und Prinzen sein? Was meint ihr, Kids? Prinzessinnen und Prinzen. Genau, wir dürfen Prinzessinnen und Prinzen sein. Und ich freue mich da so drauf und zu wissen, dass ich mit ihm im Himmelreich leben kann. Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Super, Freunde. Weil ihr euch an die Geschichte erinnert habt, habt ihr das Spiel gewonnen. Diese Juwelen werden nun eure Kronen prächtig schmücken. Am besten steckt ihr sie gleich gemeinsam an. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, ciao, Donny. Super, dann lasst uns das mal ganz schnell machen, bevor die Juwelen noch verloren gehen. Jeder in diesem Königreich hat fantastische Arbeit geleistet, um sich daran zu erinnern, was in der Geschichte um König Jesus passiert ist. Wir können in der Bibel von so vielen tollen Geschichten lernen, wie wir leben und lieben. Genau. Und wir dürfen auch lernen, wie Jesus uns so sehr liebt. Und wenn du das heute zum ersten Mal gehört hast, dann möchte ich dich einladen, das anzunehmen für dich, König Jesus in dein Leben einzuladen. Denn er hat einen super Plan für dich. Ja, er hat den besten Plan für dich. Und auch wenn wir manchmal seine Pläne einfach durchkreuzen, dann ist das nicht schlimm, denn er liebt uns. Und er ist für unsere Schuld gestorben und wieder auferstanden. Das ist so ein wundervolles Geschenk. Wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, dann möchte ich dich jetzt ermutigen, einfach mal kurz deine Hand zu heben. Hey Hammer, richtig cool, dass du dich dafür entschieden hast. Hey, lass uns jetzt noch gemeinsam beten, dass du die Hände falten und die Augen schließen. Bete gemeinsam gerne mit uns mit. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und ich danke dir, dass wir deine Prinzen und Prinzessinnen sein dürfen. Jesus, ich möchte das annehmen, dieses Geschenk. Ja, dass du mein König bist, Herr. Komm in mein Herz. Amen. Amen. Hammer, dass du dieses Gebet mit uns gebetet hast und Jesus eingeladen hast, dein König und bester Freund zu sein. Herzlich willkommen im Königreich Gottes. Yes. Wir freuen uns, dass du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du uns gerne mit deinen Eltern eine E-Mail schicken und wir freuen uns, dir weiterzuhelfen. So Hammer, dass du heute wieder mit dabei warst. Es hat so viel Spaß gemacht, gemeinsam zu lernen, wie Jesus uns so sehr liebt und das Geschenk anzunehmen. So Hammer, dass du heute wieder mit dabei warst und wir gemeinsam lernen durften, wie sehr uns Jesus liebt und was für ein toller König er doch ist. Wir haben auf unserer Website wieder richtig coole Aktionen und Spiele. Also spiel die gerne mit deinen Brüdern, mit deinen Schwestern und deinen Eltern. Wir freuen uns, dich auch nächstes Mal wieder zu sehen. Bis bald. Ciao. Ciao.